Wir sind geflüchtet mit Pferd und Wagen. Und zwar am 29. Januar ich bin aus Niederschlesien, das ist links der Oder. Und wir hatten schon 3 Wochen Flüchtlinge von rechts der Oder. Und da wussten wir, wenn die mal weiter müssen, wenn der Russe dann schon von rechts und links kommt. Dann hat einer gesagt, das sind ja keine, Tschechen, das sind ja Russen. Es sind ja aus dem Ort so viele Bauern gewesen, die im Krieg waren. Da waren ja die Frauen alleine mit ihren Viechern und mit allem. Und dann sind sie zu meinem Vater gekommen, was soll man machen? Gehen wir auch fort? Dann hat mein Vater gesagt, wir sind 5 Mädchen und wir waren 5 Mädchen. Und die Russen machen tolle Sachen, also er geht, ne? Also wir flüchten. Dann kamen nachts um 10 Uhr die Russen in die Gaststube rein und da wurde alles versteckt schnell. Und ich hatte dann einen im Treppenhaus einen Einbauschrank. Da musste ich hinein, mich verstecken. Bin aber nicht vergewaltigt worden. Also ich habe noch Glück gehabt. Und da hat meine Mutter immer gesagt, wenn was ist, dann flüchte in Richtung Bayreuth, weil dort wahrscheinlich der Amerikaner sein wird. Und dann sind sehr viele mit. Wir waren 40 Wegen. Da wurden wir aus der Wohnung rausgetrieben. Das heißt, wir haben früh schon gehört, Stimmengewirr auf der Straße. Früh um 6. Was ist da los? Ist irgendwas passiert? Mein Vater hat gesagt, bitte bewegt nicht die Gardinen. Vielleicht ist Gefahr. Wir haben immer das dumpfe Gefühl, wenn Tschechen im Bilde sind, dann ist gefährlich. Und dann auf einmal Schläge an unsere Tür, alle raus, die Tschechen, die Bewachungsleute, so. Die sind reingegangen, alles herzeigen, was man so hat. Keine Eheringe, keine, nichts mehr behalten dürfen, nichts. Und bis zum Bahnhof und am Bahnhof raus, rein in die Viehwaggons. 45 Personen abgezählt, in den Viehwaggon, immer wieder der nächste Viehwaggon. Und dann, wer austreten musste, im Gebüsch, da wurde hineingeschossen in die Frauen, hinten reingeschossen, in den Körper. Also es war schlimm. Immer wieder haben sie Tote gefunden, die da. Das war furchtbar. Das kann sich keiner vorstellen. Und zwar sind wir am 29. Januar geflüchtet. Unser Pony hat gleich die erste 50 Kilometer hat der schlapp gemacht, hat er sich einfach auf die Straße gelegt. Dort, wo die Bomben eingeschlagen haben, in der Nähe der Regnitz, in einem Haus, dort ist durch die Bombe, ist die städtische Gasleitung, die es damals gegeben hat, beschädigt worden. Und die Leute sind wohl an dem austretenden Gas, weil die Kellereingänge durch die Bombe verschüttet waren, verstorben, sind umgekommen. Und wir haben dann als Kinder zu unserem Schrecken natürlich miterlebt, dass dann Leute gekommen sind, die die Kellereingänge freigelegt haben und die dann die Toten, auch die toten Kinder herausgetragen haben. Also es ist besser, das nahende Kriegsende doch auf dem Land zu verbringen und abzuwarten und nicht mehr in der Stadt zu bleiben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir während dieser Reise in Anführungszeichen von Bamberg nach Wattenfels durch den Krieg irgendwo, also sichtbar in dem Sinn durch kriegerische Ereignisse, in Gefahr gekommen wären. Da sind die
Soldaten uns gegenübergekommen, also zu uns entgegengekommen, und wir sind ja, wir wollten ja weg, und die sind gekommen, und dann gab es die Tieffliege. Runter, geschossen, was sich auf der Straße bewegt hat, beschossen und wieder weg. Sie haben keine Ahnung gehabt, dass die schießen könnten oder was? Wirklich ahnungslos. Da waren die Pferde in Kauerndorf auf der Straße gelegen, zwei Tage, der Bauch aufgequollen. Die haben die Tieffliege angeschossen und erschossen. Unterwegs bei uns da in Ziegelhütten, Höferenge, wir haben keine Ahnung gehabt. Also die Fliege, haben wir die Vorräte hier und die nächsten Ecken rein, dass uns jemand gesehen hat. Und noch andere, wo auch von den Tieffliegen angeschossen worden sind und Beine abgeschossen, und der ist ja bis jetzt in Kauerndorf geblieben. Die Flüchtlinge, die da zurück wollten oder vom Amerikaner ausgerissen sind, die sind dann in Kauerndorf geblieben. Und der hat sein Bein verloren gehabt durch Tieffliege. Keine Möglichkeit, bei Bombenalarm uns unterzustellen, sondern sind heimgeschickt worden von der Schule. Und das war dann meiner Mutter zu gefährlich. Die sagte, lieber habe ich ein dummes Kind als ein totes. Wir waren ja Deutsche und haben Deutsch gesprochen und kamen ja von Deutschland und sind da rein. Und uns haben sie ja auch nicht gut aufgenommen. Also wir waren wirklich der letzte Dreck. Als Flüchtling nix. Anfangs, also mal, sagen wir mal ab 46 aufwärts, war die Beziehung recht schlecht. Die Kulmbacher waren ein eingeschworenes Team hier. Ich will jetzt über den Nationalsozialismus in Kulmbach nicht weiter was sagen, aber die Kulmbacher selber sind von ihrer Art und von ihrem Typus her, und der Franke war ein verschworener kleiner Haufen hier, und jetzt kamen plötzlich aus dem Osten enorm viele Drecks über die Tschechei, ziemlich ausgemergelte Menschen, also kaputt, und überwiegend Frauen und Kinder. Die Männer waren ja alle im Krieg und nicht dabei, und jetzt hat jeder hier Angst, wie überall, um seine Pfründe gehabt. Ich habe aber als Kind nicht mitbekommen, dass das irgendwo große Schwierigkeiten gegeben hätte. Ich denke, dass es in Wattenfels zwar nicht immer leicht war, nochmal jemanden, den man gar nicht gekannt hat, ins Haus mit aufzunehmen, aber es hat sich im Laufe der Zeit einfach so eingespielt. Die waren da auf dem Land, haben gewohnt. Da hat jedes geholfen dann. Die haben auch gar nichts gehabt. Also wir hatten hier im Haus wirklich jemand, der sein Zimmer gehabt hat und der mit uns so lang hier gelebt hat, bis er auch wieder die Erlaubnis hatte und die Möglichkeit hatte, in seinen einstigen Wohnort zurückzukehren. Dachkämmerchen hatten unterm Dach irgendwo im Boden. Wir mussten ganz und gar bescheiden sein. Das wäre purer Luxus gewesen, so ein Zimmer zu haben. Unbekannt. Kein Geld. Die Eltern arm wie die Kirchenmäuse. Meine Eltern waren noch ärmer als ich. Erstmal die Organisation dort auch, bei Hitlerzeiten. Und dann haben wir die Flüchtlinge gehabt, auf dem Passenburg. Das hat lange gedauert. Die waren bis 55 auch einquartiert. Also hier war früher so ein kleiner Wald, so Weiden und alles. Und in der Mitte war ein Brunnen. Es war sumpfig, da durften wir Kinder nie hin, weil es gefährlich war, weil da eine Wasserquelle war. Und hier oben, wo man jetzt diese Mauer sieht, die also frisch gemauert ist, da oben drüber war auch ein selbstgebautes, ja, kann man sagen, Flüchtlingsheim. Da wohnte auch eine Familie damals drin. Also wir waren, das war eine Baracke, die kann man heute ja vielleicht noch in Bilddokumentationen auch nachsehen. Da wohnten 48 Familien
48 Familien. Jede Familie hat 28 Quadratmeter gehabt. In jedem zweiten Raum war nur ein, so ein kleiner Holzofen. Eine Toilette und ein Waschraum. Und der Waschraum war gleichzeitig auch der Raum, in dem also Wäsche gemacht wurde, in dem gebadet wurde und in dem überhaupt heiß Wasser gemacht werden konnte. Die Baracke, in der ich geboren bin, die war genau zwischen dieser Wand und dem Weg. Da hinten sieht man jetzt dieses Verbotsschild und die stand parallel dazu vom Weg und da bin ich geboren. Und der Ofen, wir hatten Gott sei Dank einen Ofen, aber nicht immer das Material, um ihn so zu heizen. Also es war immer kalt, es war immer feucht. Es war halt eine unisolierte Arbeiterbaracke, die eigentlich für ganz was anderes mal gedacht war. Zuerst weiß ich, dass ich noch, weil ich sogar so schmal war, vom Arzt für 14 Tage ein 8 Liter täglich Kaffeesahne bekommen habe, auf Rezept. Vieles fehlte an Nahrung und meine Schwester musste deswegen damals, weil sie so unterernährt war, mit einem, das war so ein Kinderhilfswerk, ist sie dann nach Norwegen 2 Jahre gekommen, damit sie also nicht stirbt, weil sie so unterernährt war. Mit der Ernährungssituation war es recht jämmerlich. Es gab anfangs noch die Karten, nach denen man sich, wenn es tatsächlich die Sachen gab, dann in geringen Mengen etwas abholen konnte. Die Schulspeisung, die haben die Amerikaner eingeführt gehabt und da gingen wir jeder mit seinem Tiegelchen hin und bekamen alle Tage unser Essen. Es gab viel Mais. Maisbrei waren wir nicht gewohnt. Die Haupternährung ist für uns gewesen, im Buchwald eben im Sommer über alles zu suchen, was essbar ist, was Mutter dann trocknen, einmachen konnte, Marmelade und Ähnliches. Und natürlich das Kleingetier von der Taube über den Hasen, den man natürlich da oben selber gehalten hat, um Fleisch zu haben. Die Krähe, die haben wir gemästet. Und da wurde mancher aufgestiegen und haben die Jungen angebunden, die Tappen, die Füße, dass die nicht raus sind, weil sie ja erst gar für das Weh mussten. Und dann haben sie auch die geholt. Da war die auch dabei. Wir waren sehr froh, dass wir in der amerikanischen Zone kamen, in die amerikanische Zone kamen. Denn es war allgemein große Furcht vor den Russen. Mit die gekommen sind, und Sie wissen, da war ich in Kulmbach im Weißen Haus tätig. Und dann bin ich mit dem Fahrrad nach Hause. Und waren immer unterwegs durch Panzersperren und Militär. Ja. Und dann war ein SSler, der hat mir dann geholfen, noch 2 Kilometer den Berg rauf. Dann war ich zu Hause, in Sicherheit. Und wie die da waren, dann haben wir die ersten Schwarzen gesehen. Und ein großer Panzer. War für uns völlig neu. An dem Tag, an dem Sie hier den Ort erreicht haben, war die Geschichte für Sie nach dieser Begehung der Häuser auch erledigt. Wir waren ja erstmal froh, dass da das ruhiger geworden ist, ne? Weil die Tiefflieger waren schlimm. Und dann die Stimmung. Gleich die Partei sind dann, der war dann, die sind dann eingesperrt worden. Der ist in Moosburg gelandet, bei uns haben wir Ortsgruppenleiter und so weiter. Und die waren nicht weit, waren in Hammelburg. Und die Polizisten und was halt noch alles war, alles bei der Partei, die mussten dann in Seechwerk oder in Forst oder irgendwo arbeiten. Alle abgesetzt. Da sind die,
die Kriegsgefangenen, das war so ein Durcheinander. Die sind ausgerissen, stellenweise. Ich weiß nicht, ihr werdet vielleicht das von anderen auch wissen, dass in Kulmbach am Mords Gefangenenlager war, ist eingezäunt worden, da wo wir unser Landwirtschaftsfest gemacht haben, da zwischen Burg Haig und Melkendorf, da in der Ebene war ein Mordsgefangenenlager. Da waren die Gefangenen außen, die hatten kein Dach über dem Kopf. Die mussten Winter, also Tag und Nacht draußen sein, hat es geregnet und da sind oft Leute, also aus Kulmbach, die ihnen was zugesteckt haben. Da haben die Lebensmittel nie bezahlt, also sind noch so viel. Aber die Kirchenzeug und die haben das veranstaltet, dass die was zu essen gekriegt haben. Es war schlimm. Da musste ich die Kirche einsetzen und der Mann nicht mehr reingelassen, die Arme. Das war das Kriegsende. Konnten wir nichts beklagen, der Hitler war schuld. Wir haben das auf uns genommen. Wir sind alle schuld, weil wir beim Hitler waren. Wir konnten ja auch nicht anders sein. Wenn er gefolgt hat, dann kam naja der Munitionsfabrik. Die Amerikaner haben ihre Abfälle, die also was dann nicht gebraucht worden ist, das hatten die da hinten einfach rausgeworfen und haben das ab und zu auch angezündet. Aber wir haben als Kinder mitbekommen, dass da manches noch durchaus in Ordnung ist. Also dass da war die kleine Dose mit Milch oder auch einmal, was weiß ich, mit ein paar Keksen oder sowas. Das war halt noch unversehrt, weil die haben das nicht gebraucht und das ist halt nicht weggeräumt worden. Und da haben wir natürlich, ich kann mich heute eigentlich nur daran erinnern, dass wir ab und zu da wirklich was Schönes gefunden haben, was man ohne Angst auch essen konnte. Wir haben zwar das Englisch auf der Verpackung natürlich nicht verstehen können, aber wir haben halt aufgemacht. Und haben dann gesehen und haben erkannt, das ist was, was man durchaus essen kann. Das war, wir sind natürlich schon geschimpft worden, ne, dass wir überhaupt hingegangen sind, und zwar von den Amerikanern selber, ne? Also sozusagen ab. Wir haben doch in den Brauereien Lager gehabt für Marineausrüstung. Und Lebensmittel und alles Mögliche. Das haben wir alles nicht gewusst. Und am Kriegsende, die waren dann weg, aber die Lager waren ja, haben sie aufgemacht. Und die Arme haben sie schon bewacht, weil ja, die sind ja gekommen mit Handweg, haben Erbsen geholt und Zucker, die Leute. Und Lederhosen hat es gegeben, also alles Mögliche. Ja. Die Arme haben schon bewacht und haben gesagt, dort meine ich auch noch erschossen, die wir geräumt haben, eine Bekannte für uns. Das war ja verboten. Und dann hat man mich als kleinen Zwerg da oben, ist ganz klar, der Kleinste, den schickt man vor, der wird auch einen GI aufweichen. Und dann kam eben dieses Stückchen Schokolade oder mal dieser richtige Erbsensuppe, so ein Topf Erbsensuppe, aus dem hat meine Mutter 5 Töpfe gemacht. Und das langte für die ganze Woche, für die ganze Familie. Die großen Bauernhöfe, die haben nichts hergegeben, die haben an Lebensmitteln, wir waren dauernd hungrig. Ich war ganz abgenommen, ich war ganz ausgehungert. Erst als massiv Druck von oben gemacht wurde, also von den Flüchtlingen, kam dann mal damals der Oberbürgermeister Hagen mit welchen vom Roten Kreuz, und dann gab es so ab und zu mal eine Suppenküche. Also dass man dann mal, so wie es heute auch manchmal noch gemacht wird bei so Festen, dann eben mit so einer Militärküche so ein Riesending Erbsensuppe gemacht wurde, und dann gab es mal wieder so, ich sag's mal, Festessen. Für gut, die Kleidung hast du zum Beispiel ein Bezugschein bekommen
für ein paar Schuhe oder einen Bezugsschein bekommen für ein Kleid. Aber du dürftest du im Jahr höchstens einmal was kriegen. Ne? Eher hast du da nicht ein zweites Mal was bekommen. Aber meine Mutter hat dann eine Schneiderin gefunden, die war sogar die Nachbarin, und die hat aus Decken dann Mäntel gemacht. Aus Decken hat die Mäntel genäht, und zwar schöne. Du kannst dann Abidecken gehen, die olivfarbigen. Die sind dann feldbraun, weinrot. Und dann kann man sich auch Jacken machen lassen. Und wie es dann kaputt war, also es ist gespart worden auf aller Ecken und Enden, dann haben die Kinder da gewachsen bei uns, da haben die noch eine Jacke gekriegt davor. In der Fischergasse, da gab es die Färberei, wo man den Main sah. Da hat man dann jeden Tag eine andere Farbe am Main gesehen. Mal war er mehr blau, mal war er mehr grün, dann schwärzlich, je nachdem, was an dem Tag dann gerade gefärbt wurde. Man musste natürlich warten, bis die entsprechend zusammen hatten. Ich bin heute noch stolz auf meine Mutter. Die letzte Klamotte hat sie irgendwo rausgeholt und hat was Schönes draus gemacht. Und aus einer Militärhose hat meine Mutter schwarz gefärbt und hat dann einen Rock draus gemacht, einen langen Rock. Wir hatten damals vom Land her sowieso gewohnt, dass wir, sobald wie es einigermaßen warm war, barfuß gingen. Und auch in Kulmbach bin ich noch weiterhin barfuß gegangen und auch meine kleineren Geschwister natürlich. Im Gymnasium aber, da fanden dann die Lehrer das nicht so ganz standesgemäß. Und es ist dann vorgefallen, dass eine Lehrerin angesprochen hat, wenn sie kein Geld hätte, würden die Lehrer sammeln, damit es auch für ein paar Schuhe reichte. Wenn es gearbeitet hat, dann der kann er Lebensmittel kriegen. Jeder, der was gehabt hat, der konnte was tauschen oder was verkaufen. Und der hat dann Geld gehabt. Die haben ja wirklich nur mit Tausch was machen können. Wenn du im Rucksack was gehabt hast, dann und meistens Essen, Schwarzfleisch oder sowas, was die immer wollten, ne? Da hast du was gekriegt dafür. Die Tauschzentrale, die war im Kressenstein. Und zwar an der Stelle, wo jetzt das Loch ist, weil man ursprünglich eine Verbindung zur Basteigasse schaffen wollte. Aber deswegen hat mein Vater mich so an Bauern gesteckt, hat gesagt, die Bauern, die haben immer was zu essen. Ne? Ja, und es ist auch so. Da war ich am Meierhof da oben. Geißen, die Gassen. Es gab also Milch für die Kinder. Es gab Hühner. Es gab also immer wieder mal frische Eier. Gassen haben wir gehabt, Hasen, Hühner, selbe alles dann noch. Da ging es noch, aber in der Stadt war es schon schlimm. Also meine Mutter hat ihr letztes Hemd, wie man so schön sagt, ihren Schmuck und alles wurde ihr bei den Bauern Klarade weggenommen und dafür hat sie dann einen Sack Kartoffeln gekriegt oder irgendwas. Also es gab schon einige, die sich sehr bereichert haben in der Zeit an der Armut und an der Notwendigkeit von Eltern und vor allen Dingen Müttern, die ja kleine Kinder hatten, die mussten die ernähren. Natürlich ist es den Bauern mit der Zeit auch ein wenig zu viel geworden. Es kam immer wieder jemand an und hätte gerne was gehabt. Ne? Und das unendlich hatten sie natürlich auch nicht herzugeben und dann war es auch, wie heutzutage auch die Leute unterschiedlich sind. Die einen kriegen nie genug und wollten dann noch Bettbezüge oder irgendwas dafür haben. Und wenn man dann noch irgendwo einen Goldring hatte, den man vielleicht von der Oma noch
mit über die Flucht mitgenommen hat als letzte Reserve. Und der Goldring hat halt dann, wenn der Magen nicht mehr mitmachte, Kartoffeln oder Weizen oder Mehl oder was gebracht. Dann hat man das eingelöst und natürlich nicht mehr drauf geschaut, ob jetzt das so viel wert war oder so, sondern Hauptsache man bekam was. Die Leute in der Stadt hatten ja dann mehr oder weniger auch mehr zum Tauschen, möchte ich mal sagen, von ihren, sei es von den Einrichtungsgegenständen daheim oder wie auch immer im Einzelnen. Aber auf dem Land hatte ich mehr den Eindruck, dass man sich gegenseitig hilft und aushilft, aber nicht, dass man sich ausnützt. Die Frau, die mir das Zimmer vermietet hat, unterm Dach, die hatte zwei bildhübsche Töchter. Die waren aber mit amerikanischen Offizieren liiert. Die hatten alles. Die hatten solche Kataloge aus Amerika schicken lassen und die haben bloß angestrichen, was sie wünschen, was sie möchten. Die bekamen Pakete von Amerika. Die amerikanische Besatzungsmacht in Kulmbach hat auch durchweg einen guten Eindruck hinterlassen und sich bemüht, wieder ein normales Leben in Gang zu setzen hier. Es waren auch viele Krankheiten nach dem Krieg. Ich weiß, dass in Kulmbach die, ich weiß nicht, was da für Frauen Geschlechtskrankheiten waren. Die in Kulmbach war das Krankenhaus vorne gleich da. Ist jetzt eine Bücherei oder was ich was. Und da war dann extra so ein Nebengebäude gemacht worden oder gebaut worden, wo die geschlechtskranken Frauen reingegangen sind. Da waren ja Frauen, die waren, scheinbar hatten die so Nachholbedarf. Jedenfalls mit der Armee haben die ziemlich gehaust und dann waren sie krank. Die Amerikaner kamen uns ja immer gut vor. Und ich muss sagen, die waren ja auch nicht schlecht. Wir haben ja amerikanische Pakete bekommen. Care-Paketen, das haben amerikanische Freiwillige gesammelt und nach Deutschland geschickt. Mit anzuziehen, ne, so über die Kirche. Ich weiß, dass ich dann mal einen neuen Mantel bekommen habe von Amerika. Einen schwarzen mit dem Mordspelz. Ne? Das Einzige, was wir gekriegt haben dann, das war vielleicht 47 ungefähr, und zwei Brote, Kastenbrot gehen und Trockenfrüchte. Das war eine Spende aus Amerika. Weil bei uns ziemlich, wir haben Angst gehabt, jetzt kommen noch die Russen zu uns. Weil alles voll Kommunisten alles war. Die Währung war am 20. Januar 1948. Am 20. Januar, es war ein Sonntag. Und da hat jeder für 40 Euro, also Euro sag ich, 40 Reichsmark hatten wir, D-Mark gekriegt. 40 D-Mark. Das war dein Kopfgeld. Und das war dein erstes Geld. Und damit konntest du jetzt wirklich was kaufen. Wer war wieder gut dran? Wieder die Bauern. Die haben ein Viech aus dem Stall genommen, haben es verkauft, dann hatten sie gutes Geld. Für 1000 Mark, ich glaube 65 Mark hat es gegeben. Für 1000 Mark auf dem Sparbuch, 65 D-Mark. Alle konnten sich mehr leisten. Und das, was sich im Laufe der Jahre, allerdings muss man sagen, das ist natürlich wirklich langsam gegangen. Also das war nicht von heute auf morgen, es hat seine Zeit gebraucht. Und dann kriegst du 65 D-Mark. Für 1000 Mark, dass du hart arbeiten musst. Und darum haben die dann wieder weiter gespart. Die ältere Generation. Das, was man am meisten gemerkt hat, was aber hier das Haus weniger betroffen hat, das war, dass
dass die Häuser insgesamt besser hergerichtet wurden, dass aufgestockt worden ist, dass man einfach gemerkt hat, man kann jetzt im Gegensatz zu früher sich auch leisten, dass das Leben ein Stück weit angenehmer wird. So, ob man ehrlich wie es ist, die Oberfranken ist ein sparsames, nörgelndes Volk. Die werden noch so viel, das wird und das wird, also die anderen Leute, die leben frei weg. Bei mir im Ausland waren einmal Italien, kurz und Polen und das. Ja, bei uns ist ja nur noch mal Lochen, mal Lochen. Die Sorgen, die jetzt geblieben sind, waren die Sorgen, wann kommen unsere Väter, unsere Verwandten, also jeweils immer dann die Männer, manchmal natürlich auch die Frauen, die als im Lazarettdienst oder auch manchmal an der Front mit eingesetzt waren, wann kommen die zurück? Das hat mich natürlich auch selber betroffen, weil mein Vater war im Krieg, seine Geschwister, die hier aus Wattenfels dann in den Krieg gezogen sind, waren ebenfalls im Krieg. Also das, was die Leute bedrückt hat, war dann einfach diese Frage, wer kommt wirklich aus dem Krieg wieder heim? Und das ist ja lange und lange Zeit unklar geblieben. Und dann war es natürlich auch, dass man mitbekommen hat, dass manche von den Schulkameraden eben gewusst haben, dass ihr Vater nicht mehr aus dem Krieg zurückkommt. Das war ja dann in Wattenfels und sicherlich woanders auch ähnlich. Man hat ja auch einen Gottesdienst für jemanden gefeiert, den man nicht beerdigen konnte, wenn die Nachricht gekommen war, dass jemand im Krieg gefallen ist. Die Landjugend ist gegründet worden. Das war also ganz groß. Uns ging es wieder super. In Kulmbach, es musste damals viel gebaut werden, weil wir ja so viel Wohnungsnot hatten, weil ja so viele Leute zusätzlich gekommen waren. Zuerst hat man sehr viele auf der Blassenburg untergebracht. Und da war es also schon notwendig, also der ganze Hardenberg-Block, da Goethestraße heißt es heute, das ist damals gebaut worden. Und auch hier in der Siedlung sind die großen Häuser gebaut worden in den 50er Jahren, damit man Platz macht, schafft für die vielen, die unbedingt Wohnung haben mussten. Erst einmal so die Bahnhofstraße. Die war eng. Und dann hat sich das Ganze in Kulmbach doch sehr, ich sag's mal, in die positive Richtung entwickelt, indem man dann auch zum Beispiel die Siedlungen gebaut hat. Hier die Siedlung oben, diese vielen kleinen Einfamilienhäuser, die gebaut wurden, indem einer dem anderen half. Also die haben gesagt, wir machen einen Bauplan und dann haben 10 das erste Haus gebaut, dann haben die 10 das zweite Haus gebaut. Und die Kulmbacher haben dann auch gemerkt, dass sie natürlich auch Arbeitskraft in die Stadt bekamen. Weil die Leute, die kamen, auch die Soldaten, die zurückkamen zu ihren Frauen, waren ja alles gelernte Fachkräfte. Und die waren natürlich hier schon gefragt in Kulmbach. Und wenn man die Geschichte sich dann mal so anschaut, wie schnell sich Kulmbach dann auch vergrößert hat, in der Bleich drüben, in der Pörbitsch, dann in Mangersreuth draußen, wo die ersten Schulen dann auch gebaut wurden. Für dein Haus. Marktplatz, der Holzmarkt ist alles geblieben. Also man sieht ja auch die Veränderungen in der Stadt. Sicherlich ist die Spinnerei zum Beispiel, die zu meiner Kindheit ein Wohlstandsfaktor war und der Hornschuch. Das muss man sagen, auch mein Neuss, das ist alles groß geworden und da ist plötzlich eine Produktion entstanden, die war ja weltweit bekannt, auch die Stadt Kulmbach als Bierstadt war zu meiner Kindheit also noch was ganz anderes, als es heute ist.
Da war es ja noch nicht so, dass die Aktienbrauereien durch Pschorr und alles aufgekauft wurden und man gar nicht mehr weiß, wo die Holding hingehört. Da gab es noch die Eco und da gab es noch die Mönsow und da gab es noch die Sandler und jeder hat für sich traditionell das Bier gebraut und war stolz drauf und da gab es im Bierzelt die Sandler-Ecke und die Mönsow-Ecke, was heute alles ein bisschen verwischt, weil es ja eigentlich ein Unternehmen ist. Ja, Kulmbach hat sich entwickelt, aber hat sich halt global entwickelt, wie alles andere auch. Ich sehe, dass die Stadt es geschafft hat, in bestimmten Bereichen die alte Historie wieder rauszuholen, sie zu beleben. Man muss nicht immer das ganze Gebäude erhalten, das geht oft gar nicht. Aber ich muss das Äußere, das Bild der Stadt, das Gesamtbild, das hat sich zum Erhalten und das finde ich noch schön. Ich habe immer so bedauert, dass in Kessenstein und der Langgasse so schöne alte Jugendstilvillen oder sowas rausgesprengt wurde. Ich habe mich so geärgert, wie die Ritzi-Brauerei wegkam. Aber wenn ich sehe, was da heute für Betongeraffel rumsteht, das hätte man anders machen können. Aber vom Grundsatz her sage ich, weil Kulmbach eben nicht so einen schnellen Aufstieg gemacht hat wie Bayreuth, ist in Kulmbach nicht so viel zerstört worden. Dann haben wir auf der Blassenburg das ganze Zinnfigurenmuseum aufgebaut. Mein Mann hat als Kind Zinnfiguren gesammelt, bekam zu Weihnachten immer Zinnfiguren geschenkt, wie die Zeiten bei ihm noch normal waren, die Großeltern und so weiter. Und das, er kannte sich also mit Zinnfiguren aus und mit Geschichte vor allen Dingen. Es geht ja sehr viel, von Zinnfiguren geht sehr viel Wissen für Geschichte, historische Sachen, musste man sich da auskennen. Ne? Und dann haben wir noch jemanden mitgenommen. Wir hatten inzwischen ein Auto, auch das, ein gebrauchtes, altes Auto. Naja, und dann sind wir den Berg dann aufgefahren und haben dann einen alten Herrn noch mitgenommen, der auch Zinnfiguren sammeln wollte. Und da haben wir uns da so hinein, in dieses Hobby, haben wir sogar Freunde in England, die kamen von England rüber, Zinnfiguren gesammelt. Er hat das irgendwo gelesen und er wollte auch sammeln, Zinnfiguren. Zur damaligen Zeit einen Baum zu pflanzen, ist, glaube ich, ein Zeichen von, hier soll was Neues wachsen und was Neues gedeihen und damit verbindet sich auch nicht nur, dass jetzt der Baum wächst, sondern das Gedeihen allgemein als Begrifflichkeit. Und ich sehe den Baum da oben einfach für mich heute immer noch als, da hat mir mein Vater etwas gesetzt, wo ich mich orientieren kann. Der Rhythmus dieses Baumes ist, im Frühjahr eben irgendwann mal Blätter zu bilden, zu blühen, dann die Früchte zu haben und dann wieder Winterschlaf überzugehen. Und dann warte ich wieder ab und ich bin genau der Gleiche. Und mein Baum ist für mich sowas, ja, mit dem Baum lebe ich. Und immer wenn ich außen rum fahre oder in die Bleich fahre, dann schaue ich da hoch und der Baum gibt mir einfach was. Der Baum ist irgendwo so eine, ja, so neben mir. Wenn dir es gut geht, geht es mir gut. Und ich will, dass dem lange gut geht. Ich habe es ihm oben auch gesagt, er soll bloß höllisch auf meinen Baum aufpassen. Bei jedem Besuch in Kulmbach ist der erste Weg vom Würstelstand zu dem Baum und dann schaue ich, wie geht es ihm. Und wenn es ihm gut geht, geht es mir auch gut. Dort runter schaut, sieht man als Querbauten so gelbe Häuser und von rechts nach links gesehen ist es das zweite Haus. Das war die Michelweichstraße 4 und dort im obersten Geschoss, da bin ich dann, kann man sagen, nach der Internierung von hier oben in die Bleich, also in die Purbitsch, praktisch umgezogen und dort dann aufgewachsen und dann auch bis ich aus Kulmbach weggezogen bin, habe ich dann dort gewohnt. Dass wir hier bei den Großeltern, in Wappenfels, ein Zuhause finden konnten für diese schwierige Zeit, das hat uns auch dankbar gemacht. Das hat auch den Zusammenhalt damals in der Familie, meine ich,
sehr bestärkt. Auch die Freude natürlich für die Eltern, einmal, dass sich meine Eltern wieder gefunden haben und dass vor allen Dingen auch meine Geschwister lebten und dass die Familie noch intakt war. Da haben wir das Rote Kreuz gehabt, da haben wir Theater gespielt. Geritten sind wir, da ist die Reiterei aufgekommen. Dann ist doch alles wieder seinen richtigen Lauf gegangen. Und die Bauern haben zwar keine Flüchtlingsmaler gewollt als Schwiegertochter, weil die hatten ja nichts. Die wollten ja eine Schwiegertochter mit viel Grund und mit viel bares Geld. Aber bares Geld hatten wir dann auch bald wieder. Es hat sich ja im ganzen Land hat sich ja verändert, in jeder Hinsicht. Und der Wechsel, der hat jeden auf seine Weise mitgenommen, also alle positiven Seiten. Ich muss sagen, von 49 bis 53, ich will dann nicht sagen, dass die Jahre nicht schön waren, aber dann habe ich geheiratet und dann habe ich 7 Kinder gekriegt. Und ich will euch was sagen, das war schon auch was Besonderes. Ich weich dem auch nicht aus. Wir stehen da mitten im Leben drin. Das Kinderkriegen oder das Familiegründen oder die Kinder größer werden oder so. Dann ist doch das so unwichtig, ob ich ja Freizeit gehabt habe. Die habe ich nicht viel gehabt. Es wurde von Jahr zu Jahr besser. Und für uns Kinder war es natürlich toll. Wir sind in einer Zeit groß geworden, wo es immer, immer, immer besser wurde.